Morgen läuft die Frist für die Cheater ab. Nun, Ludia hatte ja da eine Frist gesetzt von 14 Tagen, dass die Leute sich selbst anzeigen können. Und ich möchte mir in diesem Video mal die Top 500 mit euch anschauen. Und außerdem wird der Giveaway-Gewinner hier ausgelost. Viel Spaß mit dem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Alive gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, herzlich willkommen zurück. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich direkt übers HDMI-Kabel aufnehme, weil ich halt gesagt habe, komm, ich bin daheim und ich wollte mir die Top 500 anschauen. Da brauche ich nicht irgendwie vorher was aufnehmen. Das können wir uns direkt live anschauen. Ich hoffe, das Ganze klappt. Wenn irgendwas vom Sound nicht passt, sorry dafür. Ich werde es dann nachher selbst auch sehen. Hoffe aber, dass das soweit klar geht. Schauen wir uns vorher, bevor wir auf den Giveaway-Gewinner eingehen, nochmal kurz den Shop an. Hatte ich im letzten Video vergessen. Und zwar ist hier eine epische Box noch 21 Stunden. Also morgen bis 14 Uhr oder 15. 21 Stunden, 51 Minuten morgens, 15 Uhr. Wilde Tiere, Stufe 11 Inkubator mit dem Tyrannosaurus Rex. Sieht erstmal ganz nice aus, wird sich aber auch nicht lohnen. Und es war jetzt gerade für euch hier für 4.500 Dollar ein Tresor voller Münzen da, wo man eben 10% mehr Münzen bekommt. Das ist was sich, denke ich, schon lohnt, weil Münzen braucht man eigentlich immer. Ja, Münzen habe ich auch aktuell nur 126.000, habe gestern noch einiges entwickelt bzw. auch gepusht. Das hat einiges an Münzen gekostet, allein der Indominus Rex 30.000 für das Entwickeln auf das nächste Level. Ja, darum soll es aber jetzt nicht gehen. Ich lade schon mal die Bestenliste und wir gehen jetzt mal noch kurz zum Giveaway gewonnen hat. Folgende Kommentar, ich blende ihn euch ein. Sehr schön, endlich Blue freischalten von John Locke. Ich glaube, das war in dem Video, wo die Wochenankündigung von mir vorgestellt wurde, was letzte Woche Montag kam. Werde mich bei dir melden und dann kriegen wir das mit dem Giveaway hin. Allen anderen viel Glück bei der nächsten Woche. Dadurch, dass ich ja mehr Videos hochgeladen habe, habt ihr auch mehr Chancen, einen Kommentar zu schreiben und damit zu gewinnen. Und es zählt auch eigentlich, wenn ihr mehr als einen Kommentar schreibt. Ja, also ich wähle nicht nur einzigartige Kommentare aus, sondern auch welche, die zwei Sachen geschrieben haben, weil ich halt auch mit manchen Leuten halt darauf geantwortet habe. Dann wird wieder geantwortet und dann wäre es unfair, wenn ich die, die eine Frage stellen, die beantworten und ich dann noch eine Antwort darauf bekomme, nicht teilnehmen lassen würde. Kommen wir mal zu den Top 500. Ja, und zwar wollte ich hier eigentlich einfach jetzt ein Video mal aufnehmen, weil morgen ist die Frist abgelaufen für die Cheater. Und ich weiß nicht genau, was sie alles bannen werden. Ich glaube, in ihrer Ankündigung hatten sie erstmal nur Spoofer genannt, dass sie die rausgefunden haben. Schauen wir uns den besten Spieler momentan an. Ja, er hat schon ultra krasse Tiere dabei. Ist natürlich schon Level 20, ist Mr. Felden. Ich weiß nicht genau, aber ich denke, solche Accounts sind schon clean, weil ein paar von denen, den Tommy, den kenne ich schon seit den ersten Tagen, war der da oben Top 10 dabei. Von daher, die werden auch ordentlich Kohle einfach dafür ausgegeben haben. Aber wir schauen uns jetzt das Ganze mal an. Ich werde auch nachher noch nach dem Video noch Screenshots machen, beziehungsweise ich glaube, ich werde das einfach hier im Video langsam jetzt mal nach oben scrollen, auf die Top 50 und schau mal, ob ich mir irgendwie die Namen ja, merken kann oder ich suche dann morgen Abend, wenn die Leute gesperrt wurden, einfach mal, guck mal drüber, wie viele Leute, welche zum Beispiel gesperrt wurden. Wo man das gut dran erkennen sollte, ich scrolle einfach mal weiter, mich wundert es hier, dass jemand Gast heißt. Wo man das dran erkennen sollte, dieser Triceratops, ich glaube, das könnte sogar der sein von MetaHub. Wo man das dran erkennen sollte, und zwar an den Trophäen, die es aktuell gibt auf dem 500. Platz, also wie man in die Top 500 kommt. Ich gehe davon aus, dass in den Top 500, ja, so 50 Leute, so 10% werden am Cheaten sein. Da ist Posemon oder Pokémon von MetaHub, die gebannt werden.
Kann auch sein, dass es weniger sind. Das ist einfach so meine Vermutung, dass 10% da oben gespooft haben oder sonst irgendwas. Ja, wir schauen uns gleich natürlich noch Profile an. Ich will jetzt erstmal langsam durchscrollen, dann habe ich es im Video und kann nachher auch mal dann schauen. Okay, jetzt ist er gerade übelst gesprungen. Also habe ich nicht komplett im Video. Aber wir werden zumindest die letzten 50 Plätze gleich noch drin haben. Und momentan liegt diese Punktegrenze bei 4.400, ja, ca. 20 Punkten. Das könnte man einen guten Indiz nehmen. Ich gehe davon aus, das wird morgen runtertoppen auf 4.380 oder so. Also ich bin mal gespannt, ob man es daran sieht. Das ist das, was mich interessiert. Und mich interessiert natürlich auch, da werden Sie sicherlich morgen was zu schreiben, ob Sie, hier der Account sieht für mich zum Beispiel ziemlich clean aus. Spielerstufe 14 passt zu denen, weil ich sag mal, wenn jemand spooft, ja. Jeder hier passt zum Beispiel schon wieder. Den finde ich ein bisschen strange. Warum sage ich gleich noch? Warum man dran, denke ich, erkennen kann, dass jemand hackt oder leichter erkennen kann, ist, wenn die Spielerstufe nicht im Verhältnis zu dem steht, was er für Saurier hat. Wenn jetzt hier ein Level 10er wäre, der aber schon hohe Saurier hat, ja. Weil ich sag mal so, wenn jemand viel spielt, der fängt ja auch viele verschiedene Saurier. Wenn jemand spooft, rennt er zu den Sauriern hin, die er haben möchte. Ja, und das heißt, er hat sein Achterteam, die Saurier hat er hoch, hat aber restlich gelevelt und ist damit vielleicht von seiner Spielerstufe niedriger. Diesen Account hier finde ich persönlich ein bisschen stranger als die anderen. Ich glaube aber nicht, dass die Person am Hacken ist. Es war jetzt so einfach so ein Gefühl, wenn ich die Saurier sehe. Allein schon, weil er einfach den Tandy-Cola auf Level 23 dabei hat. Ja, der ist am Anfang mega oft aufgetaucht, ja. Aber der ist. Hat die anderen auf 20. Der kann nicht mit einem 20er legendären Saurier mithalten. Ja, das ist so das eine, was mich halt interessiert, ob sie wirklich nur die Spoofer bannen. Weil, ihr habt es ja auch im Video schon mal gesehen. Oh, da hatten wir gerade einen. Der hier. Der hier ist zum Beispiel schon ein bisschen weird, weil er Spielerstufe 12 ist und hat den Indoraptor frei. Entweder hat er sich. Ja, nee, das finde ich einfach ein bisschen merkwürdig. Das passt so für mich nicht zu dem, was er hat, ja. Spielerstufe 12. Wenn der wirklich so viele fangen würde, alles in allem, dass er hat nicht nur den Indoraptor, ja, da muss er ja schon ultra viele Tyrannosaurus und Velociraptoren für fangen, dann wird er ja auch andere fangen, ja, weil ich bin einer, der fängt alles, ja, und ich fange nicht nur sequenziell die einzelnen, die ich unbedingt brauche. Man weiß ja nie, wo irgendwann mal ein Hybrid kommt. Und dass er eben einfach den schon freigeschaltet hat, gut, vielleicht hat er Glück gehabt, das kann natürlich das eine sein. Aber zu Spielerstufe 12, ja, das passt einfach für meine Begriffe nicht. Wo hatten wir ihn gerade da oben? Er ist 15, der nächste ist 13, hat ihn auf 22. 13 würde ich noch sagen, okay, aber 12 ist für mich so eine Grenze, der ist auch auf 15 und das passt auch nicht so ganz hier oben rein. Er ist auf 12, seht ihr, das ist vielleicht mal ein guter Vergleich zum Account, der hat alle Saurier gleichmäßig hoch und der hat den Indominus Rex auch erst auf 18. Das sieht für mich einfach ein bisschen besser aus. Auch hätte hier, dass der schon Spielerstufe 17 ist. Ja, der darf auch den auf 23 haben. Spielerstufe 17, da muss er unglaublich viel entwickelt haben. Aber gerade das mit 12 und 22 haben wir noch so einen. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Das heißt nicht, dass die Leute am Hacken sind. Nein, auf keinen Fall. Das sieht für mich einfach nur ein bisschen merkwürdig aus. Auch gerade hier, der ist auf Stufe 20. Das ist ultra hart. Also auf Stufe 20, der muss unglaublich viel Kohle auch ausgegeben haben, dass er das Gold dafür zur Verfügung hat. Weil für Spiele Stufe 20 braucht man so viele Erfahrungspunkte, das Gold, was dahinter braucht. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer von diesen Leuten hier morgen noch auftaucht oder welche es davon noch gibt. Weil sie sollen ja gesperrt werden. Bin einfach mal gespannt. Ich hoffe, dass sie nicht nur die Leute bannen, die am Spoofen sind. Ja, oh lol. Das war jetzt so nicht geplant. Hier ist wieder der Kolossus, der ist letztens schon mal aufgetaucht. Den fangen wir gerade noch. Cool, dass das im Video passiert ist. War eben nämlich noch nicht da. Ich hoffe einfach, sie waren nicht nur die Leute, die am Spoofen sind, sondern auch die Leute, die gebottet haben. Das heißt, die alle Saurier auf Level 30 dabei haben. Das war ja ultra nervig in der Arena. Ich bin jetzt lange auf keinen mehr getroffen. Vielleicht haben sie da auch schon welche gebannt.
Und ich hoffe auch die Leute, die sicherlich andere Mittel verwendet haben, weil ich weiß, dass es bei anderen Spielen möglich gibt. Es gibt eine Software, die quasi die Serverdaten, die man hin und her schickt, überschreibt. Ob das hier möglich ist, keine Ahnung. Das heißt, man würde anstatt 50, könnte man 500 DNA bekommen. Oder einfach nur ein bisschen mehr, ja. Dann hat man halt jedes Mal so ein bisschen nach oben gefixt. Oder auch das Gold, was man von Stops bekommt. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt möglich ist. Keine Ahnung. Ich hoffe aber, dass sie alle, die irgendwelche Hilfsmittel verwenden, die man nicht nehmen darf, weil sie gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und weil jemand davon einen krassen Vorteil hat, die sollten sie schon bannen. Ich bin zwar gespannt. Ich werde mir das Ganze morgen mal anschauen. Und dann denke ich, war es das auch für das Video. Ich weiß, das war zwar vielleicht ein langweiliges Video, aber es ist einfach ein wichtiges Thema, weil es wird den anderen Leuten irgendwann auf lange Sicht gesehen die Spiellust nehmen. Und deswegen hoffe ich, dass sie da auch rigoros wirklich alle bannen, die irgendwas zu Hilfe genommen haben, was sie nicht dürfen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Wenn nicht, schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Ich weiß auch nicht, bin mal gespannt, wirklich, wer von den Leuten hier dann noch dabei sein wird oder ob man offensichtlich sieht, dass einer weg ist. Ich bin es mal gespannt. Also die hier oben, die haben, denke ich, fast alle einfach nur viel Kohle ausgegeben. Und das ist ja auch okay. Aber gerade den einen Bot, den ihr da auch mal im Video gesehen habt, der alles dann auf Level 30 hat von diesen einfacheren Sauriern, ich glaube nicht, dass das normale Accounts sind. Und zumal hatte ja auch Ludia, glaube ich, schon geschrieben, dass es wirklich viele Leute waren. So. Soviel zum Video. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.